Abend zusammen. Ich kann mich leider noch nicht zeigen. Das habt ihr schon ein paar Mal gehört. Ich hasse das morgens. Man ist ja so dicke Augen, Haare, Scheiße. Irgendwie weiß ich nicht. Aber dafür nehme ich jetzt euch einmal kurz mit. Guck mal, hier ist Rudolf. Rudolf nimmt immer seinen Platz auseinander. Das findet er total witzig. Wir haben so ein schönes Kissen hier geschenkt bekommen. Und er hat sich gedacht, das zerfledder ich mal. Ne? Das findest du super, oder? Ja, das ist spitze. Ja, spitze. Genau, ich wollte mal mit euch rumgehen und mal zeigen, was die Weihnachtsaktion hier schon so gebracht hat. Hier, also wir leben aktuell mit den Geschenken in einem Haushalt. Hier steht ein Geschenk, dann haben wir, wartet mal, hier steht ein Geschenk im Schlafzimmer, dann haben wir hier unten geht's weiter und da kommt der Philipp, sag mal guten Morgen. Guten Morgen. Weil du so gute Laune hast morgens, ne? Richtig Bock. Ja. Ich hab richtig Bock. Aber was musst du denn gleich machen? Ich habe gleich einen Online-Vortrag, 3,5 Stunden lang und ich habe gar keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf Sitzen. Ich brauche unbedingt meinen Stehtisch aufgebaut im Januar. Ich sitze zu viel. Ich bin gespannt, ob du daran stehst. 100%ig. Ja? Ah, ich sitze viel zu viel. Ich habe keinen Bock mehr zu sitzen. Okay. Ich werde jetzt nur nicht da 5 Stunden stehen, aber selbst wenn ich am Tag dann eine Stunde mal dran stehe oder eine halbe Stunde, ja, ist schon geiler. Ich weiß nicht. Na gut. Ich habe so einfach keinen Bock mehr zu sitzen. Scheiß sitzen. Nee. Das ist wirklich so. Hast du ja bald geschafft. Morgen noch einmal. Genau. Und heute Nachmittag muss ich nochmal ran. Freitagnachmittag ran. Und Sonntagvormittag will ich auch vorproduzieren. Und dann habe ich wirklich für, glaube ich, 3 oder 4 Wochen vorproduziert. Und dann ist auch mal gut. Dann machst du auch mal Urlaub. Ja, und dann fahre ich Dienstag noch nach Herford. Mittwoch Nachmittag abends zurück. Und dann bin ich am 22. abends durch, ne? Ja. 22. abends bin ich durch. Dann haben wir 23. eine Vorbereitung und dann 24. Weihnachtsmann, toll. Toll, klingt schon nach richtig Aussprache. Naja, komm, das ist ja auch eine andere Aktion. Ist trotzdem anstrengend, die Weihnachtsmann-Aktion. Ja, auf jeden Fall. Anstrengend ist sie trotzdem. Du hattest gerade einen Heiligenschein. Was? Du hattest gerade einen Heiligenschein. Den habe ich auch ohne. Wenn nicht, auf gar keinen Fall. So, ich zeig mal, die hier ist so. Also, Müll hat Henning gestern schon beseitigt, netterweise. Hier steht ein Geschenk. Dann, oh, meine Waschmaschine ist schon fertig. Dann guckt euch das an. Das ist mein Lager. Und das dürfen wir am Samstag alles einpacken. Es fehlen noch ein paar Geschenke. Ich habe hier mittlerweile Aktenordner und Listen, und damit ich überhaupt noch durchblicke. Aber ich hoffe, dass alles dabei ist und dass die Kinder sich freuen. Und vielen Dank auch nochmal für eure Unterstützung. Ihr wart mega. Wir haben noch einen Kindergarten, den wir diese Talking Hands zukommen lassen. Das sind so Karten. Nee, ich habe es gerade schon erklärt, warum ich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Na gut. So, einmal kurz hier. So. Was du dir so Gedanken machst. Ja, also so ist der Plan. Und wir melden uns nachher nochmal. Du bist heute ein bisschen weniger dabei, hast du gesagt. Deswegen soll ich was machen. Genau, ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ja. Gar keinen Bock. Merkt man das? Nee. Du stehst ein bisschen Schluck an der Kurve. Nee, ich hab gar keinen Bock. Ah, gut. Überhaupt nicht. Okay. 0,0 Entschuldigung, falls es irgendwann guckt, der gleich dabei ist. Gut, gut. Dann bis später. Bis später. Oh, ich bin fertig mit meinem Vortrag und du hast mir einen Burger heiß gemacht. Mhm. Das ist ja eine schöne Überraschung. Ja, wobei, wenn ich auf die Uhr gucke, dann weiß ich, für wen du den heiß machst. Ach, für Jordan machst du den heiß. Ja, du hättest aber sowieso wieder gesagt, nee, hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, wir essen nachher. Nee, ich hab Hunger, aber ich kann nicht so viel essen, weil ich habe versucht wieder ein bisschen... Diät, ich muss Diät machen. Nee, nicht Diät, einfach nur, ich esse einen Apfel und das muss reichen und... Ja, Rudolf muss auch Diät machen. Rudolf muss mal duschen, du stinkst. So, ich habe auf jeden Fall jetzt eben einen meiner letzten Vorträge für dieses Jahr gehalten und bis Mitte Januar. Ich bin schwer begeistert, ich freue mich richtig. Morgen letzter Termin... letzter Vortrag und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Ich habe gerade so viel gelabert, dann habe ich jetzt noch ein Telefonat gehabt. 8 Minuten 48 telefoniert. Ach, Hölle. Das ist ja dein Monatstelefonat. Und jetzt labere ich hier schon wieder in die Kamera rein. Und so ist das. Oh, guck mal, jetzt habe ich richtig hier Sonne. Oh. Und ich gehe jetzt gleich runter. Wollen wir unten zusammen eine Smoky-Smoky? Mhm. Ja? Dann komm, ich muss auch noch, ich habe mich auch eine Überweisung vergessen, das muss ich auch noch machen. Und Jordan kommt ja dann auch gleich. Warte, ich konnte die Nägel schön. Das wäre schön für dich. Schönen Urlaub.
für den Urlaub, ja. Und ich muss, ich möchte live gehen und dann heute Abend noch mal an den Grill, ne? Dann grillen wir heute Abend noch. Das hast du dir selber ausgesucht. Ich wollte kochen, aber du hast gar nicht. Oh, das kann man doch gut draußen machen, im Dutch Oven. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ganz gut da drin. Ja. Warum sollte das nicht funktionieren? Nee, dann werden wir heute Geschnetzeltes machen, ne? Mhm. Geschnetzeltes mit Pilzen und dann schön mit Käse überbacken im Dutch Oven auf meinem Weber-Gasgrill. Mit Spätzle? Spätzle. Ja, freue mich schon drauf. Spätzle für Spatzle. Wir haben ja oben im Haus eine Corona-Kranke. Ja, jetzt testen wir uns jeden Morgen. Jetzt testen wir uns jeden Morgen. Und ich glaube, ihr fällt auch die Decke um den Kopf, ne? Und jetzt schon, sie ist erst einen Tag in Quarantäne, ne? Ja. Einen Tag, jetzt haben noch 13 vor sich. Mhm. Oh, die wird eingehen wie eine Primel. Mhm. Oder wir müssen ein Prosecco-Fass auf die Treppe stellen. Ja. Einfach ein 200-Liter-Fass für alle drei Tage. Entschuldigung. Ich habe heute Morgen schon gefragt, ob sie irgendwas braucht, ob sie alles hat. Nee, sagt sich alles gut. Boah, und das jetzt über Weihnachten, bis zum 29. Quarantäne, ne? Alleine, ja. Boah, tja. Ich habe auch schon so Angst, sie darf auch nicht runter zum Müll, einfach gar nichts. Ne? Da nichts. Also ich habe schon gesagt, wenn ich ihre Tüten in die Hand nehme, dann mit Handschuhen und... Oh. Tja, so ist das hier. Sag mal, Marisa, hast du den Leuten noch irgendwas zu erzählen? Nicht wieder Ciao-Kakao erhäufen. Nein, Küste. Ich wollte dir nur erzählen, was wir noch machen. Also Jordan muss heute noch Hundekacke sammeln. Und wir haben jetzt einen Hundetrainer, der hat sich bei uns gemeldet, Robert heißt er. Und mit dem habe ich vorhin 45 Minuten telefoniert und der hat mir ganz toll geholfen. Ich habe danach auch gleich ein bisschen mit Rudolf geübt, das hat Rudolf echt gut gemacht. Aber da Rudolf die Pfoten aufgelaufen hat und uns hier alles voll blutet, habe ich ihn jetzt mal so ein bisschen auf seinen Platz wiedergelegt. Aber wir werden jetzt dranbleiben. Robert ist richtig cool. Der hat das echt gut erklärt. Würdest sogar du verstehen. Dankeschön. Das war ja ein Satz komplett ohne Wertung. Dankeschön. Also Leute... Wir gehen jetzt im Keller smoken und noch ein bisschen arbeiten, dann gehe ich nachher live und dann grillen und dann... Heute freue ich mich, wenn ich einfach mal 19 Uhr schon auf der Couch bin. Da freue ich mich heute drauf. Ist so. Safe, Leute. Jordan? Hast du gar nichts gegessen? Nein, weil mein Nachtvierer ja gekommen. Willst du jetzt noch essen? Ja, ich muss einmal schnell auf Klo. So. Geile Friese, komm mal her. Nein, nein. Nein, komm, ich wollte sagen, ich bin so stolz auf dich, weil deine Zensuren jetzt so gut waren. Ne? Ja. Das hast du richtig gut gemacht. Sind wir beide, sind wir stolz auf dich. Mhm. Ne? Finde ich gut. Du hattest ja eben auch nicht Nachhilfe, sondern Unterstützungsunterricht, ne? Ja. Und der macht das gut, ne? Mhm. Oder? Ja. Ihr versteht euch gut. Ist ein junger Mann. Was, ist er Student? Ja, groß oder klein? Gut. Dann, Jordan, nicht in den Flur lüften. Ja. Da ist ein Fenster. Lüfte bitte durchs Fenster raus. Ich lüfte doch immer nicht. Du lüftest in den Flur raus. Ich komme manchmal in den Keller, Jordan hat unten seine Dusche und sein Klo und wenn der auf Klo geht, ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wo der junge Mann den Geruch hernimmt, aber das ist Hölle manchmal. Und weil er dann zu faul ist oder weil er sein Bad auskühlt, dann macht er das Fenster nicht auf und dann lüftet er in den Flur. Ich habe daneben mein YouTube-Studio und ich gehe dann da vorbei und ich denke manchmal, dass wir einen dritten Hund haben und der liegt da seit Wochen und so müffelt das dann da. Gut, das war jetzt too much information. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade eine Live-Reaction gemacht bei Twitch. Echt hartes Thema gewesen über völkische Siedler und völkische Siedler, die echt ihre Tochter haben sterben lassen, weil sie nicht an die Schulmedizin glauben und so. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das macht mich dann so wütend, dass ich dann manchmal gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil das ist so, muss man echt gesehen haben. Also wer sich manchmal für die Live-Reactions interessiert, der darf gerne zu Twitch rüberkommen mal. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee, gehe runter, mache meine letzten Arbeiten, dann wird nachher gegrillt. Und dann reicht es auch für heute. Ich habe diese Woche, glaube ich, so viel produziert wie im ganzen Jahr nicht in einer Woche. Also ich glaube, es war die Woche, wo ich am meisten produziert habe. Meine Stimme ist auch total im Arsch. Morgen letzter Vortrag, dann nochmal live gehen mit Axel Reitz. Sondern morgen will ich noch was produzieren und dann bin ich gut dabei, Leute. Da freue ich mich. Da zuckt Rudolf richtig zusammen, ne, wenn ich jetzt hier so sportlich unterwegs bin. Ich wollte eigentlich noch Sport machen, aber ich mache jetzt wahrscheinlich gleich erstmal den Kamin an, damit wir Gaskosten sparen. Macht irgendjemand von euch ein Feuerholz? Kann ich bei irgendjemandem gutes Feuerholz kaufen? Ja? Dann meldet euch bitte und schreibt es in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an kontakt@philipp-schlaffer.de. Aber das Holz darf nicht in Baden-Württemberg oder Bayern liegen, das wird zu weit zum Holz holen. Also Leute, ich melde mich nachher. Marisa wird nachher noch mit den Hunden nochmal üben. Ich sage jetzt erstmal Ciao Kakao. Ciao. Ahoi Leute. Ahoi. Wir bereiten jetzt das neue Grillvideo vor. Und zwar heute gibt es Schweinefilet-Eintopf mit Spätzle und überbacken. Vom Gasgrill. Vier Käse. Dazu haben wir Zwiebeln geschnitten, Fleisch liegt da schon.
Schweinefilet. Genau. Und da freue ich mich drauf. Ich bringe das jetzt alles raus. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das kann in den Kühlschrank. Und. Aber schon Sahne, ne? Ich nehme die Sahne. Ach so, hast du aber schon eine? Ja, eine. Ja, okay, alles klar. Gut, alles klar. Ja, Jordan ist auch fleißig. Jordan macht sein Plakat, ne? Ja, haben wir doch diese schwarze Schere hier irgendwo? Nee, Hans, aber die Schere. Ja, die sehen noch Freude. Die Farbe ist nicht abhängig davon. Genau, also das machen wir jetzt gerade. Und ein bisschen wild hier gerade, ne? Ja, und... Ich muss jetzt mal meinen Grill ein bisschen sauber machen. Käse, morgen will ich eigentlich eine Grill-Sauber-Aktion machen, irgendwann abends. Wenn ich dran denke, werde ich vergessen. Okay. Ich bin ziemlich sicher, werde ich vergessen. Vielleicht Samstag Vormittag. Alles klar, man kann sich auch mal ein bisschen entspannen, Schatz. Ja, das sieht scheiße aus. Ich habe extra San Miguel gekauft. Zum Entspannen hast du so ein bisschen Entspannungsfeeling. Wann? Weißt du? Wann? Ja, dann wenn du es mal zulässt. Diese Woche muss ich durchpowern, weil ich hätte sonst im Urlaub keine Ruhe. Hat aber er auch so nicht. Hat er auch so nicht. Er wird auch im Urlaub sagen, wir müssen mitmachen, filmen. Das werde ich auch. Ja, das ist richtig. Sag ich doch. Aber, ne? Das gehört mit dazu. Das eine, was man will, das andere, was man muss, das gehört leider mit dazu. Und dann gibt es Spätzle jetzt. Und ich freue mich jetzt gleich raus in die Kälte. Das ist schon gut. Es ist sehr kalt geworden bei uns in der Garage. Und wir müssen ja so ein bisschen auf Durchzug machen. Ich muss noch eine Zigarette mitnehmen. Und eine Jacke anziehen. Und ich ziehe, glaube ich, meine Grillsachen an. Welche auch immer deine Grillsachen sind, du ziehst sie auch zusammen. Nee, ich zieh die Jogger wieder an. Achso, okay. Falls ich nach dem Grill noch schnell joggen will. Der kennt das nicht, die Jogger zum Grill. Wer kennt das nicht, komm doch einmal mit in die Garage und dann zeige ich den neuen. Okay, dann muss ich einmal hier umdrehen, oder? So. Zack. Ja, unser gelber Sack ist voll, unser gelbe Mülltonne ist voll, deswegen kann ich sie wegbringen. Wir haben einfach ein totales Müllproblem, ne? So, guck mal. Hier brennt schon alles. Da ist der Käse von gestern nämlich so eingebrannt. Ach so. Von den Burgern, von den Burgers. Und ich mache jetzt mal hier nur so eine ganz schnelle Putzaktion. Ich habe nämlich das schon mal gemacht. Ich habe ja die unterschiedlichsten Grillreinigungsmittel schon selber gekauft und auch geschenkt bekommen. Erstens mal muss ein Grillteil eingebrannt sein. Das ist schon mal A und O. So, den mache ich jetzt mal kurz aus. Und was bin ich jetzt verfangen? Eingebrannt sein. Ja, hier diese Grillrostreiniger-Zeug, ne? Ofen-Grillreiniger und so weiter. Wenn man das dann drauf macht und danach isst man was, kann es sein, dass das echt stinkt. Da muss man echt Zeit haben, das die Zeug damit behandeln und dann wieder einbrennen lassen. Wenn du danach irgendwie grillen willst, dann dauert das echt eine lange Zeit, bis der Geruch raus ist. Das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt habe. Und hier seht ihr schon, wie alles vorbereitet ist. Ich ziehe mich jetzt um, damit ich mich nicht wieder komplett einsauf. Und dann können wir schon langsam losgehen, weil wir Hunger haben, ne? Ja. Ich brauche nur, ich habe keine meiner Grillzangen hier. Weißt du, wo der Dutch Oven ist? Gebe ich dir gleich. Aber die Kamera in der Hand. Ah, okay. Ja. Dann Leute, bis gleich. Ach, da ist der Dutch Oven. Das ist schon. Bis gleich, Leute. Ich weiß, ich sehe richtig fertig aus, das muss ich dazu sagen. Ich fühle mich auch fertig. Wir haben jetzt noch Grill-Video gemacht. Ein paar Stück. Marisa hat auch noch die Bude gemacht. Einkaufen, Hausaufgaben, Geschenke. Es ist die letzte stressige Woche vor Weihnachten. Ich muss nächste Woche noch nach Herford. Leider, den Termin habe ich nicht gedacht, dass ich den damals angenommen habe, am 22. Das tut mir leid, falls du das siehst hier im Mai, aber Lust habe ich eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir reicht es aber für dieses Jahr. Aber ich komme natürlich mit vollem Elan. Und ich habe so jetzt auch meine Erkältung so endgültig mal überwunden. Hat wirklich so 10 Tage gedauert, aber auch so... Weil wir kaum so eine Ruhephase hatten, aber wir haben jetzt fast alle Geschenke zusammen, ne? Oder fehlt noch was Großes? Nee. Alles gut. Also was Großes fehlt nicht mehr, Leute. Wir haben echt toll alles zusammenbekommen. Henning kommt morgen alles aufbauen. Ich habe morgen nur einen langen Tag. Ich denke mal, ich habe morgen bis 16, 17 Uhr. Das reicht dann auch. Und Henning kommt morgen, glaube ich, das E-Auto, Kinder-E-Auto aufbauen und aufladen. Da haben wir so einen Zweisitzer, ein Mercedes AMG, ne? Mercedes AMG und ein Kinderfahrrad aufbauen, das war's, ne? Mhm. Also ein Kinderfahrrad muss zusammengebaut werden. Und der Mercedes, wir haben da so ein bisschen draus gelernt in den Jahren vorher, immer wenn wir größere Sachen geschenkt haben, die sind nicht aufgebaut oder aufgeladen und so weiter, ist für die Kinder dann, ja, das ist irgendwie scheiße, ne? Das ist wie bei meinen Eltern früher, wenn Batterien fehlten oder so.
Na, dann hattest du am 24. das ein Geschenk bekommen. Da habe ich meine Eltern gefragt, wo sind die Batterien? Und die haben gesagt, die Batterien haben wir nicht. Und dann musst du Weihnachten, den ersten, zweiten Weihnachtstag warten. Wenn du dann noch Samstag, Sonntag Pech hattest oder Sonntag auch noch der... Dann war das Gejammer und das Geschrei groß. Deswegen läuft das so alles, bereiten das vor. Und Samstag ist hier riesen Einpackaktion. Ich glaube, das machen nur Marisa und Sandra jetzt zusammen, ne? Und München ja vielleicht. Wo wir noch nicht glauben, dass sie kommen. Nee, das heißt bei denen nichts. Nee. Bei Mona und Miki, das ist die beste Freundin von Marisa und ihr Bruder, mein Schwager. Die haben Weihnachtsfeier Freitag und er hat groß angekündigt, die kommen Samstag, aber das sehe ich noch nicht so. Miki hat zwar gesagt, so ja, 4-5 Bier früh anfangen, dann sind wir früh durch. Digga, läuft nicht, wird nicht funktionieren, weiß ich doch. Tja, da ist eine ganz schöne Menge einzupacken. Auf jeden Fall fahre ich Samstag noch los, wo mein Freund Dirk aus dem Osten, weil mein Freund Paul, sein Sohn, erst später nachkommt und holt ihn dann ab. Wir sitzen dann zusammen in ganz kleiner Runde. Wollen draußen vielleicht ein kleines Feuerchen machen, ein Bierchen trinken, uns um die Heizstrahler kümmern. Ich will meinen Grill sauber machen Samstag und dann ist genug zu tun. Jetzt schon geböllert? Oh, ist eigentlich Böllerverbot, ne? Ja. Und wir sind gerade unser Auto hoch in die Luft gesprengt. Ich hoffe, meins, ich hätte gerne ein neues. Aber wenn ich das jetzt hier in die Kamera sage, dann kriege ich nachher von der Versicherung nichts. Dann denken die, dass das irgendwie beauftragt oder so. Deswegen, naja, jetzt ist es auf jeden Fall schon 7:30. Wir sind beide ziemlich K.O., ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, warum. Weil wir schlafen so schlecht momentan. Spät, ja, wir schlafen spät immer erst und dann... Ja, auf jeden Fall ziemlich K.O. Ich gehe jetzt noch gleich 10, 15 Minuten an den Rechner und dann ist jetzt auch gleich Schicht im Schacht. Und dann gucken wir mal, Leute. Morgen nehme ich auf jeden Fall wieder mit auf die Reise und dann zeige ich euch Henning, wie er baut, oder Marisa macht das. Und Marisa macht die letzten Worte. Oh, ich bin müde und das... ich gehe gleich ins Bett. Nein. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann hören wir uns, sehen wir uns morgen. So machen wir das, Leute.